Willkommen zurück zu Evoland 2, Kapitel 52. Das letzte Mal haben wir den Großmagus zwar in der Schlacht besiegt, aber er hat sich hier jetzt ins Innerste der Hauptstadt zurückgezogen. Ich habe vergessen, wie die heißt, ist aber auch nicht ganz so wichtig. Jedenfalls werden wir uns da jetzt etwas genauer umsehen. Der Magus ist da lang gegangen. Schnell, schnappen wir ihn! Wo genau sind wir? Wir sind dem Magus den ganzen Weg bis hierher gefolgt. Soweit ich weiß, ist dieser Ort uralt und tief unter Schloss Dämonia begraben. Ach, das war das ja. Schloss Dämonia, da sind wir jetzt. Wozu diente dieser Ort, Minus? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie zuvor zu Gesicht bekommen. Ich wusste noch nicht einmal von seiner Existenz. Auch dafür, dass wir so ziemlich durch den Haupteingang hier reingekommen sind. Klasse, noch ein geheimnisvoller Ort, den es zu erkunden gilt. Kein einziger der Bewohner hat überlebt. Ich werde bleiben, falls der Magus zu entkommen versucht. Okay, dann gucken wir uns hier doch mal um. Sofern es überhaupt geht. Es gibt hier irgendwie nicht so viel zum Angucken. Nein. Ah! Okay. In was für ein Labor sind wir denn hier gelandet? Minus? Das kann doch nicht wahr sein. Versuchen all diese Dämonen hier. Sind vielleicht recht fortschrittlich? Das sieht fast nach antiker Maschinerie der Magie aus. Moment, wäre es möglich, dass die Magie Dämonen geschaffen haben? Was für eine faszinierende Entdeckung. Ich hätte nie gewagt, die Theorie zu äußern. Nein! Das ist unmöglich! Dämonen von Menschenhand geschaffen! Es sind Magie. Vielleicht ist es ja was anderes. Ganz im Gegenteil, Minus. Es ist möglich. Wenn meine Theorie stimmt, schließt sich hier der Kreis. Die Menschen haben im Zeitalter der Magie Dämonen geschaffen, nur um sie im großen Krieg wieder zu vernichten. Sicher? Was für eine Verschwendung. Ja, wenn ich auch. Bist du sicher, dass die so blöd waren? Mega klingt fine. Bitte sag mir, dass sie sich irrt. Oh, sieht so aus, als könnten wir das nicht wirklich. Das bedeutet, auch ich bin nichts. Bin nichts als eine Kreatur geschaffen von Menschenart. Gar kaum ein Lebewesen. Nein, das ist nicht wahr. Minus, ihr seid nicht bloß irgendeine Kreatur. Ihr seid Minus, Sohn von König Artus. Oberbefehlshaber der Armee von Dämonia, Erbe des Throns von Dämonia selbst. Und ihr seid außerdem unser Freund. Oh. Tja, so emotional habe ich dich ja bisher noch nicht gesehen, Velvet. Dennoch, mein Volk wurde durch das Kaiserreich ausgelöscht. Mein Sohn wird von seinem Durst nach Rache verzehrt. Keine Sorge, das wird er nicht mehr. Und jetzt das. Vielleicht haben die Magier die Dämonen geschaffen. Na und? Das ändert nichts daran, wer ihr seid. Warum müsst ihr immer in die Vergangenheit blicken? Ihr könnt euch nicht von der Vergangenheit in Ketten liegen lassen, wie tragisch sie auch sein mag. Warum mit etwas hadern, was ihr nicht mehr ändern könnt? Alles, was zählt, ist dieser Moment und das, was wir im nächsten tun werden. Irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, die haben hier die Charaktere vertauscht. Ich hätte gedacht, die Fina wäre eher so drauf. Das Wichtigste ist, dass ihr nicht allein seid. Kuro, Fina, ich bin auch da. Wir sind alle auf eurer Seite. Ich verstehe eure Worte, Velvet. In der Tat würde ich die Vergangenheit nur allzu gerne ruhen lassen und mich der Zukunft zuwenden. Genau wie mein Vater es mich lehrte. Und doch, ich habe noch Hoffnung. Ihr sagtet, dass wir nicht die Macht haben, die Vergangenheit zu ändern. Auch ich glaubte das. Doch unsere Reisen haben uns das Gegenteil bewiesen.
Ja, also kann ich mich damit zufrieden geben, nicht zu handeln. Wie kann ich die Realität in ihrer gegenwärtigen Form akzeptieren? Das Problem ist, wir wissen noch immer nicht, ob wir nach freiem Willen handeln. Was, wenn die Änderungen, die wir am Zeitkontinuum bewirken, selbst vorherbestimmt sind? Ich glaube nicht an Schicksal oder Vorhersehung. Unser Vermögen durch die Zeit zu reisen. Ich wusste bislang nicht, was ich davon halten sollte. Doch jetzt verstehe ich es. Es hat uns ermöglicht, die Realität zu reparieren. Unsere Welt zum Besseren zu ändern. Und wer entscheidet, was besser für die Welt ist? Ihr? Ich? Wir vier? Wer sind wir, uns anzumaßen, diese Entscheidung für jene zu treffen, deren Leben wir dadurch umwälzen? Und wie viele Leben werden für jedes gerettete Leben ausgelöscht? Wie wollen wir die Nebenwirkungen auf Jahrtausende der Geschichte kontrollieren? So merkwürdig wie die Zeitreise funktionieren, muss ich zugeben, könnte einem das doch etwas egal sein. Ich glaube nicht, dass Zeitreisen ein Freibrief dafür sind, die Geschichte zu ändern. Die Vergangenheit ist, was sie ist. Wir können nicht Gott spielen. Wir können schon. Euer Argument ergibt wenig Sinn. Wenn wir diese Macht schon besitzen, warum sollten wir sie dann nicht nutzen? Ich ertrage es nicht, wenn Sie streiten. Können Sie nicht einfach Ihre Differenzen akzeptieren? Was ist mit euch, Kuro? Glaubt ihr, wir sollten die Geschichte so mir nichts, dir nichts ändern? Haben wir doch schon gemacht, also ja. Klar, die Versuchung ist groß, aber Velvet hat schon recht. Wir sollten uns der Folgen bewusst sein. So viel, wie wir eh schon kaputt gemacht haben. wie gesagt, irgendwie gibt's hier nicht so wirklich was zum Angucken. Aus irgendwelchen Gründen. Das Einzige, was es gibt, ist das hier. Und ja, die Pfeile sind hier nicht so zum Spaß da, deswegen werde ich... ja, ich weiß nicht, wie viel ich schon erzählen soll. Gehen wir erstmal hier hin. Ihr seid mir also tatsächlich gefolgt. Gebt auf, Magnus. Ihr seid erledigt. Ich gebe zu, ich habe euch unterschätzt. Ich dachte nur, Oberst Eichen könnte meine Pläne vereiteln. Ihr habt mein Volk abgeschlachtet. Das werde ich euch nie verzeihen. Euer Volk? Oh, ihr meint diese Monster, die wir Dämonen nennen? Seid euch gewiss. Wenn ich euch endlich ausgemerzt habe, werde ich diese uralten Maschinen der Magie wieder in Gang setzen. Und mit ihrer Hilfe werde ich eine Armee von Dämonen aufstellen. Eine Armee, die meinem Befehl gehorcht. Damit kommt ihr nicht davon. Das werden wir ja sehen. Musikspielmodus. Solange euch niemand zum Singen auffordert. Und deswegen werde ich hier ein bisschen die Steuerung ändern. Beziehungsweise habe ich extra schon in Vorbereitung gemacht. Weil mit einem D-Pad steuere ich das nicht so gerne. Lieber mit viel passende Knöpfen halt. Die halt so der Reihenfolge nach angeordnet sind wie die hier. Und vielleicht sollte ich nicht so viel quatschen, denn ja, das ist ein Rhythmusspiel. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Also spiele ich mal ein bisschen besser.
hat irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. Irgendwie kann ich hier nicht ganz so gut abschätzen, weil ich das drücken muss. Aber es hat funktioniert. Meine Armee, meine Dämonen. Und weg ist er. Ich habe mein Volk gerecht, doch retten konnte ich es nicht. Minus. Lass gut sein. Ich habe über eure Worte nachgedacht, Velvet. Ich glaube, letztendlich habt ihr recht. Danke für eure Hilfe. Meine lieben Freunde. War alles in Ordnung bei ihm oder musste er die Tränen unterdrücken? Minos, tut mir so leid, Kuro. Er hat das alles wirklich nicht verdient. Dann wiederum, wer hätte das schon? Ja. Und das sind die letzten Reste, die er noch uns gelassen hat. Mit einer kleinen Belohnung. Schlüssel des Magus, unter seiner Robe verborgen. Verborgen. Nicht verbogen. Was öffnet er nur? Ja, weiß ich natürlich auch schon. Weiß nicht, ob wir da jetzt zum Abschluss hingehen. Ja, ich werde noch herausfinden, was ich jetzt mache. Erstmal das Fragment der Erde nehmen. Eins der fünf Fragmente des Magischlüssels. Und das Aufwendigste, würde ich mal sagen. Weil das hat doch ziemlich lange gedauert, bis wir da dran gekommen sind. Aber was will man machen, wenn man ein paar Maps lang Armeen kontrollieren muss? Tja. Ich bin jetzt mehr aus auf so irgendwelche Kleinigkeiten aus, die man so machen könnte. Ja, werden wir schon noch rausfinden. Gibt es hier sonst noch eine Abschlusskatze mit Daikin? Jawohl. Das ist es also. Hier trennen sich unsere Wege. Oh, vielen Dank für alle eure Hilfe, Herr Daikin. Ohne euch hätten wir den Magus nie geschlagen. Fräulein Fina hat vollkommen recht. Verzeiht mir, dass ich an euch gezweifelt habe. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Oberst. Danke. Vergesst aber nicht den wahren Helden, Kuro. Ohne sein taktisches Genie hätten wir den Magus und seine Truppen nie geschlagen. Ich könnte schwören, dass er rot wird. Ich werde jetzt meinen Bericht für den Kaiser schreiben. Hoffentlich werde ich dafür nicht hingerichtet. Hingerichtet? Ich hab doch nur Befehle befolgt. Haltet ihr mich für so naiv? Irgendwann müsst ihr mir erzählen, wie ihr an diese kaiserliche Medaille gelangt seid. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich war mit den Risiken vertraut. Und ich bin froh, euch geholfen zu haben. Lebt wohl, Freunde. Er wusste die ganze Zeit über Bescheid. Und trotzdem... Er ist ein echter Held. Aber nicht so ein großer Held wie ich. Oh, stimmt doch, der ist größer als ich. Körperlich. Hoffentlich geht alles gut für ihn aus. Einmal mehr haben wir die Geschichte verändert. Dieses Mal zum Besseren, hoffe ich zumindest. Ich glaube, damit haben wir eigentlich schon fast eine Idee, wo wir noch hin können. Aber was wir auch noch zum Spaß machen könnten, hier unsere letzten Punkte hier ausgeben... Einfach nur, um zu schauen, wie viele Leute wir da kriegen können. Ja, da ist schon das Maximum. Wir können nur 9 von diesen Einheiten hier haben. Weiß nicht, wie es bei den Katapulten gewesen wäre, aber... Ja. Und damit die nicht ganz so schlecht dastehen. Soldaten haben wir noch nicht so sehr, also... Ja. Schön. Und jetzt habt euren Spaß. Ich gehe wieder heim. Tschüss. Ja, allerdings will ich erstmal einen Daikin besuchen. Mal schauen, ob es vielleicht doch nicht so schlecht für ihn ergangen ist, wie er eventuell befürchtet hat. Und dazu gehen wir zurück in die Gegenwart, wo ja so ein alter Daikin sich damals noch... damals ist gut. ...in einer Parallelwelt verbarrikadiert hat. Glückwunsch, ihr habt das Fragment der Erde.
Vielleicht wird dieses überraschende Bündnis zwischen Menschen und Dämonen die Geschichte verändern. Es gibt so viele Schmerzen auszulöschen. Was bin ich selbst? Ein Ding, das einem Menschen und einem Dämon ähnelt. Falls ihr weitere Informationen zu den Fragmenten des Magischlüssels braucht, kommt ruhig zu mir. Es gibt eh nur noch einen und da weiß ich ganz genau, wo ich hin muss. Auch wenn du anscheinend manchmal nicht daran interessiert bist, deine Textboxen zu vervollständigen. So, dann sind wir hier also wieder in der Gegenwart. Könnte man eigentlich auch noch eine andere Sache machen. Da ist doch der Bock Donnes auch, der sich umstrukturieren möchte. Mit sehr komischen Essen. Ja, feiert nur schön hier. Dieses schlechte Wetter, das stört mich doch gar nicht. So, da ist der Rock Donners. Hä? Das ist doch in der Zukunft. Ich weiß es nicht mehr. Na gut, suchen wir Darkin. Was? Wieso hat er sich in den Haus verbarrikadiert? Das aktualisiert sich wohl nicht. Aber besuchen wir ihn mal. Und er hat als Belohnung gleich noch so eine Schatzkiste hier stehen. Aber erstmal, was hast du so zu erzählen? Kommt näher. Ich sehe diese Tage nicht mehr so gut. Ah, ihr seht eine Gruppe Grünschnäbel, die ich vor vielen Monaten traf, zu verwechseln ähnlich. Was für Abenteuer ich erlebt habe, die Erinnerungen, die ich gesammelt habe. Damals scheute ich keine Gefahren. Nur gut, dass der Kaiser ahnte, dass der Magus ihn verraten würde. Und anstatt mich hinzurichten, beförderte er mich zum General. Und eine der Überraschungen, die das Leben parat hält. So, dann gibt's hier jetzt eine Kiste mit einer Belohnung in Form von einem Stern und ein Kartenspiel, das ich jetzt mal noch probieren will. Vielleicht kriege ich ja noch eine Karte als Belohnung. Wahrscheinlich nicht. Mal kurz gucken, was passiert. Oder einfach nur weiterlaufen lassen hier, wenn ich durchkomme. Aber ich sag's uns auf jeden Fall mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe nicht diese Karte habe.